Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir in dieser schon fast sehr schönen Szenerie hier aufgehört. Wenn man daran denkt, dass hier eigentlich alles zerstört ist. Und wir haben ein Radiosignal bekommen und damit auch eine neue Mission, wo wir Feuerunterstützung machen müssen. Warte mal, was ist da rausgeploppt? War das Ghule? Gibt sich zum Polizeirevier Cambridge. Ach, das ist hier. Oh, automatisch speichern. Ich habe gerade gespeichert. For reals. Also, muss jetzt nicht. Okay. Aber schon ein paar Sachen, die hier in der Nähe sind, die wir machen können. Lexington. Nein, da möchte ich lieber nicht riskieren. Dann gucken wir mal, was wir als erstes machen. Was wir als erstes so, worüber wir als erstes hier so stolpern. Ich würde sagen, das mit den Raidern müssen wir als nächstes machen. Da sieht es aus, als würden da vielleicht Leute leben. Ich hätte sogar ein Snipergewehr. Ich habe nur so ein provisorisches. Oh, da sind. So, was muss mir ein bisschen einfacher. Hier sieht so aus, als könnte man irgendwo vielleicht hochgehen. Nee. Ich muss die Raider ja jedenfalls für die Siedler plätten im Auftrag der Minutemans. Welche anscheinend diese Typen sind, hab ich ganz, weiß ich nicht, verpeilt. Wenn ich schätze, Leute, die schießen, sind nicht so schwer zu erledigen wie Leute, die auf einen zukommen. Wie zum Beispiel 5 Ghouls auf einmal. Ein bisschen übertrieben war. Also ja, Kochstation brauche ich aber nicht. Flansch. Keine Ahnung, was es ist, deswegen nehme ich es mit. Ich nehme an, ich kann hier nicht pennen gehen. Doch, was? Raider sind hier irgendwie 5 Meter entfernt, ne? Aber was soll's? Da ist die Badewanne, da war ich schon. So, ich muss mich irgendwie um die kümmern. Sehr schön. Sehr schön. Er hat es nicht kommen gesehen. Sagt doch, so schwer sind die nicht. Solange ich nicht gegen 5 auf einmal kämpfen muss, wird eigentlich schlecht sein. Und ich gehe mal, glaube ich, dahin. Weil da kommen mir zu viele Schüsse entgegen. Bäm, Schleichangriff. Ha! Aha. Wo? Von unten. Da war jemand ganz schön heftig. Ich bin geschützt, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist ein Geschützturm. Ich sag euch, ich krieg nicht so viel Schaden. Aber komm, jetzt haben wir hier ein bisschen Action. So viel Schaden bekomme ich jetzt echt oder auch nicht. Besser. Au, was? Oh, da oben. Jetzt kommen sie alle hier. Jetzt mal ein Stimpack ein vielleicht oder irgendwas anderes. Um mich hochzuheilen. Yeah.
Ist der? Ich sehe den nicht. Da oben. Bin ich aber gut, dass das Ding so genau ist, dafür, dass das so eine beschissene Zielvorrichtung hat. Da. Wie soll ich dich denn so treffen? So. Streck mal deinen wunderschönen Kopf raus, danke. Was? Alter, was geht hier manchmal vor sich? Ich wurde mit einem Schuss weggeballert. Boah. Ah, oh. Dreck hier. Okay. Das Geschützturmteil. Komm schon. Ha! Tot. Raider Abschaum. Okay, macht aber auch Schaden, ne? Weil es genau jedenfalls. So. Warte, der nächste. Was war das gerade schon wieder? Wird mal wieder hier locker erledigt von einem Typen. Fand ich jetzt nicht so logisch. Ich sehe wegen der Sonne nichts. Also ich sehe nicht. Die Sonne blendet mich. Da? Ich sehe den nicht. Wenn man gern ist, was mich mit einem Schlag getötet hat. Ich gehe mal hier hinter so. Schütz ist irgendwie nicht mehr da, habe ich das Gefühl. Hier sind aber ganz schön viele Gegner. Gut, dass ich hier auf diese Dingens rumgelaufen bin, ne? Und woanders hätte ich wahrscheinlich. Oh Gott, was ist da denn? Ist noch einer? Ja. Ich dachte, wir reden ja noch vom Power Raider, ey. Irgendwie wieder kämpfe ich hier schon. Ist hier nirgendwo ein Geschütz, haben die halt gerade aufgebaut, oder was? Kommt der nächste. Schleichangriff, was? Der hat doch die ganze Zeit auf mich geguckt. Ja, da ist noch einer. Wer hat mich gerade mit einem Schlag weggeschossen? Ich kann verstehen, wenn jemand ein Auto so angeschossen hat, mich dadurch angeschossen hat, aber da ist nichts passiert. Schon irgendwie so ein Abschauen-Typ mich geplättet hat. Beweg mich lieber. Wahrscheinlich voll die Imba-Waffe, ne? Ich bin einen Schlag weggeboostet. Ja, kommt mal näher, bitte. Zum Teufel! Ey, ich habe keinen Bock, jetzt immer 5-6 Leute zu erledigen, nur um dann am Ende zu verrecken. Also auf jeden Fall der da hinten irgendwo. Boah. Na, warte, ich mach das jetzt so. Ich tue jetzt erstmal die erledigen. Und dann. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich dahin und knüppel den kaputt. Meine Nahkampfwaffe wahrscheinlich.
Der heilt sich hoch. Was? Ich würde erstmal hier vorne alle liegen, damit ich vielleicht das Bett benutzen kann. Naja. Ja, genau du. Kommt zum Glück nicht so viel Schaden. So, irgendwo da unten, glaube ich, ne? Toll, dass da irgendeiner mit einem Raketenwerfer rumläuft oder irgendwie sowas anderes krasses, mich mit einem Schlag wegpurzelt. Was ist denn hier noch einer? Das, jetzt ist das Geschütz wieder da, super. Da ist auch noch einer irgendwo. Bin ich gleich tot. Da? Oh. Jetzt seine AP nicht, aber ich treffe ihn die ganze Zeit anscheinend. Da. Wo ist hier die ganze Zeit einer, der mich abgeballert? Immer noch jemand, der mich abknallt. Was zum? Ich kann hier pennen, na klar. So, automatisch gespeichert. Jetzt kann der mich mal, der eine Typ. Habe ich gleich, aua, abgeschossen. Okay, wo bist du? Da, du Blöder. Wie viele sind denn hier noch? Da oben? Ah, ist halt unfair. Ich sehe da niemanden. So, da. Hat der noch? Mein Gott, hat der noch 4 P. Aber treffe ich ihn die ganze Zeit. Und ich merke irgendwie, boah, mir geht die Munition hier aus. Ich kriege Krise. Dann gehen wir mal auf eine etwas andere Art und Weise an. Wer ist neulich da oben zu den, da hinten zu den Typen nicht hin muss, wenn er mich fertig macht. Oh, da rein muss ich. Ja, wo sind die ganzen Raider? Ich möchte die looten. Oh, da habe ich, upsala, ein Kreuzschlüssel mit Klinge. Maschinenpistole habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Gasmaske mit Brille. Zeig mal. Ja, ist jetzt nicht so, und ich bin, ja. Ich
Nehme an, Raider werde ich noch ein paar Mal öfter treffen, ne? Deswegen weg damit, weg damit. Oh, ich habe viel zu viele Sachen hier. Brille, weg damit. Damit ja doch so viel Polunder und Hose damit ein Kleid, was soll ich mit Kleid? Das hier, das Gewicht 0 Watt. Was wiegt denn hier viel? Nehmen wir den, machen wir den Flansch weg. Aber dann gehen wir mal da rein. Das ist wahrscheinlich noch, weil Will dazu geht. Was auch immer der Typ mich da hinten abgeschossen hat. Ich will es haben. Der Typ hat mich mit irgendwas abgeschossen, was mir nicht gefallen hat. Und es hat mich mit einem Schlag getötet. Das heißt, ich will es haben. Wahrscheinlich ein Raketenwerfer oder irgendwie sowas, ne? So. Es ist Zeit für Close Combat. Nicht schon wieder zu viel mitnehmen. Warum ist denn den Cola-Dingern direkt? Was? Oh, eine Mine. Ma. Würde ich ein Stimpack benutzen, um mich zu ein. Ich könnte noch hier den Speicherpunkt laden, aber sind wir das? Ach nee, warte mal, ich muss das hier so machen, ne? Ich wollte das eigentlich zu irgendeinem Dingens hier benutzen. Wer? Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Sag nicht, der hat jetzt irgendwie so ein... Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ach, der hat irgendwie so einen Alarm oder so ausgelöst. Warum kann ich den nicht mitnehmen? Ehrlich? Der blockt das einfach. Ich kriege Krise. Versuch mal das zu blocken. Oh. 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 Ich glaube, da draußen ist wer. Rechter Arm, weiß ich nicht. Die ganze Aufregung. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Ich habe mich entschieden. Ich tue es. Was? Meinst du den Umzug zu den Dickichtausgrabungen? Verdammt richtig. Du willst dich allen Ernstes aus dem Staub machen? Zu einer anderen Bande gehen? Oh ja. Hört sich an, als würde dieser Sully da seine Einsatzbasis einrichten. Ich glaube, da könnte eine Einstiegsposition für mich drin sein. Schlechte Idee, Mann. Ganz schlechte Idee. Na, was weißt du denn schon? Ich dachte... Das ist überhaupt nicht wie eine Ausbildung. Auf Spanplatten schießen. Wie sollte mich das auf die Hölle vorbereiten? Ein Boff, um ein Raider zu sein, eine Ausbildung? Was? Ich dachte erst, der eine wird sich entschieden, hier wegzugehen, ohne dass ich ihn platt machen muss. Scheiße, was war das? Wer war der Vernünftige von euch? Mach mal. Ich schwör's.
Viel zu viele Leute hier. Halt die alle viel aus, ey. Du darfst nicht sterben, was? Oh mein Gott. Ein bisschen Mitleid. Oh, das hat mich voll geil. Was? Ich habe doch kein Stimpack benutzt, Mann. Aber wie viel Schaden macht die Waffe überhaupt? Die jetzt irgendwie wert ist? Ich glaube nicht. Maschinenpistole, nimm mal die mal. Ohohoho. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Der ist nicht tot. Hast dich verpisst, was? Hier drüben! Verdammt! Ich sollte mir vielleicht aufsparen. Was habe ich denn überhaupt? Habe ich eine Impro-Pistole oder eine Impro-Pistole plus? Schaden 13. Impro-Pistole. Und. Verdammt. Ah! Impro-Pistole und Impro-Pistole plus gibt es einmal oder was? Keine Ahnung. Schrotflinte, der könnte nicht schlecht sein, aber ich habe so wenig Munition. Immer die Lasermuskete. Da habe ich noch halbwegs viel Munition. Obwohl, die sollte ich mir eigentlich für Notfall aufbewahren. Na, Impro Dingens hier. Automatikpistole. Warte mal. Ich mal kurz was gucken. Wenn da so ein Plus steht, heißt das, ich hab die schon? Ich mal eine 10mm Pistole da rein. Weiß ich nicht. Warte mal. Ist mal ein die Steuerung, ne? Ich habe mich nicht daran gewöhnt. Ja, ich tue mal einen Kreuzschlüssel da rein. Komm raus, dann mache ich's kurz und schmerzlos. Warte, ich muss hier mal ein bisschen herum experimentieren. Ich habe. Weiß ich nicht. Was habe ich denn noch zweimal hier? Glaub mir. Warte mal, mache ich gleich. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Okay, Geld. So, ich muss halt hier mal ausprobieren. So, ich habe eine Impro-Pistole. Das ist jetzt ein Plus. Wenn ich die jetzt hier wegpacke. Die Impro-Pistole. Nee. Automatisch speichern, sehr gut. Ja, wird schon herausfinden, was das irgendwann ist. Das ist ein Ghoul, glaube ich.
Ja, wo ist der Typ, der hier gerade geredet hat? Ja, natürlich niemand. Es wird schlimmer. Gestern ist ein weiterer Rekrut gestorben. Schnapp sie ab! Schnapp sie alle ab! Oh ja. Friss das! Sehr gut. Ich will mich aber heilen. Irgendwie haben wir voll viel Schaden gemacht. Ist noch am Leben, glaube ich, ne? Und auch nicht. Schrotpatronen. Du bist doch abgehauen, glaube ich. Ich bin die ganze Zeit hier. Oh, nice, ich kaufe Patrone. Wo seid ihr denn? Ich habe keine Angst vor euch. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich bin. Ich hab den Arsch gefunden! So ist der kleine Kind dahin. Also mich jetzt echt aus den Augen verloren wieder. Hilfe! Rüstert. Jawohl, ich habe zwei erledigt. Da oben war noch einer. Zum Teufel macht der da? Jetzt werf nicht bitte die ganze Zeit Granaten, das wäre voll doof. Ja, sehr gut. Du im Verein. Das gibt's doch nicht. Warum überleben die mal mit so einem kleinen bisschen? Irgendwie kann ich mit dem Hüftziel hier irgendwie besser schießen. Okay. Oh nein, eine Granate. Süßkuchen, nee. Du hast kein Steak, ja. Scheint da irgendwie nicht zu mir hinzukommen. Bin kein Bock. Oh. Uff! Du schlägst mich, jetzt schlag ich dich. Oh, sehr gut, mal Cocktails und so. So, was hat hier endlich? In dem Ding hier. Irgendwann wird mir die Munition von dem Teil hier ausgehen und dann werde ich verzweifeln. Ne, irgendwie sowas. Was bringt mir das hier? Wart. Wieso kommt dann immer so im letzten Moment? So ja. Da. Muss doch irgendwie so eine Konsole geben, wo mich halt abstellen kann. Ich gehe erstmal da oben hin. Den kann mich ja nicht verfolgen. Wir haben 29 Minuten schon. Wird mein Part hier langsam beenden. Ofenhandschuhe. Was? Ja. Alter. Zigaretten sollte ich auch mal verkaufen. Ich hab schon auch viel. Ist nicht so, weil ich irgendwo im Bett, wo ich mich kurz entspannen kann, ne? Okay, ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4.
Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.